Hallo und willkommen zu meinem ersten Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen TeamSpeak-Client der aktuellen Beta-Version 36 auf einem Linux-System installieren und starten könnt. Ich gehe davon aus, ihr habt ein neu installiertes Linux-System, beziehungsweise auch schon ein fertig eingerichtetes, aber ich starte hier mit einem komplett neu installierten. Meine Linux-Version ist die Ubuntu 10.10 in der aktuellen Version. Minimalsystem, also frisch installiert. Und zuerst starten wir im Firefox Webbrowser oder Google Chrome oder je nachdem, welcher installiert ist. So, dann gehen wir auf teamspeak.com. Das ist die Seite von Teamspeak. Dürfte eigentlich jedem bekannt sein. Unter Downloads kann man TeamSpeak 2 und TeamSpeak 3 downloaden. Also wir brauchen nicht Windows, wir brauchen nicht macOS, wir brauchen Linux. Jetzt ist es ganz wichtig zu wissen, ob man ein 64 AMD Prozessor hat, also 64-Bit oder 32-Bit. In meiner Version habe ich ein 32-Bit-Kernel und deswegen downloade ich mir auch die x86-Version. Dann kann man hier einmal komplett runterscrollen. Dann hier auf I agree, also ich akzeptiere. Datei speichern. So, dann wird hier die Datei runtergeladen. Jetzt ist es wichtig, dass man das Terminal oder die Konsole öffnet unter Zubehör, Terminal. Mit ls listet man natürlich seinen kompletten Verzeichnis hier auf. Mit cd wechselt man in ein Verzeichnis und ich muss hier in mein Download-Verzeichnis gehen. Ups. Man sollte es natürlich auch richtig schreiben können. Also wie man hier sehen kann, ist hier die .run-Datei. Die kann man nicht wie unter Windows einfach ausführen mit Doppelklick und dann gibt es hier ein schönes Installationsfenster. Sondern die muss man direkt auf der Konsole ausführen. Natürlich haben wir noch nicht die entsprechenden Zugriffsrechte. Das werde ich jetzt euch einfach mal demonstrieren. Ich kopiere jetzt einfach mal hier die Datei. Gebe Punkt Slash ein, das ist fürs aktuelle Verzeichnis, füge diesen Befehl ein und klicke in Enter. Wir sehen Bash, dann die .run-Datei, keine Berechtigung. Dies können wir aufheben, indem wir ein chmod setzen, plus x für Schreiben, fügen wieder diese Datei ein und wir sehen jetzt, dass die Datei so grün erscheint. Read-Write. Haben wir jetzt. Mit einem Doppel, ja, wenn man zweimal auf den Pfeil nach oben klickt, dann kann man die History wiederholen. Dann kann man das jetzt aktivieren und dann sieht man jetzt hier schön: Welcome to the TeamSpeak Try Client for Linux on x86 Installer. In order to install the software, you are required to accept this license agreement. Please press return to use of license. You can scroll with the arrow keys and quiet the viewer by pressing Q. Return, also wir drücken einmal Return, dann sehen wir jetzt hier die Lizenz. Können wir natürlich jetzt runterscrollen oder einfach ein Q eingeben. Do you accept this license? Yes or no? Klickt man No an, also nein, dann wird er nicht installiert. Ja, für installieren. So, und dann ist der TeamSpeak-Client schon installiert. Natürlich jetzt hier im Download-Verzeichnis. Dann schließt man Firefox. Kann man Ordner, persönliche Ordner. Unter Downloads
TeamSpeak 3 Client. TeamSpeak 3 Client Run Script. In Terminal ausführen oder anzeigen. Anzeigen ist jetzt dann nicht so geschickt, weil dann der Gedit Editor sich öffnet. Und dann sieht man, dass sich hier die TeamSpeak CMD ausführt. Also wir könnten jetzt auch rein theoretisch auch die gleich öffnen. Aber es passiert irgendwie nichts. Dann öffnen wir halt das Run-Script. Im Terminal ausführen. Dann bekommen wir hier so ein Terminal. Und schon ist TeamSpeak gestartet und wir sehen hier die Fläche zum Updaten bzw. Eintragen unserer Daten. Schon könnten wir uns verbinden. Jetzt ist aber hier dieses Terminal relativ blöde. Wenn man schließt, dann schließt sich auch unser TeamSpeak. Um das zu verhindern, können wir jetzt unterm im Desktop Rechtsklick Starter anlegen, Typ Anwendung, Name TeamSpeak, Befehl durchsuchen. Das ist jetzt hier einmal im Download-Ordner, TeamSpeak 3 Client, Run Script, Kommentar brauchen wir nichts. Falls man noch Icons haben möchte, kann man die natürlich auch setzen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt eins dabei ist bei TeamSpeak, aber da dürfte eigentlich eins dabei sein. Nein, ist jetzt keins dabei, aber man kann jetzt einfach mal. Was nehmen wir denn für eins? Nehmen wir jetzt einfach mal den da. Kommentar kann man zu leer lassen, dann klickt man auf OK. Haben wir hier TeamSpeak, dann öffnet sich der komfortabelst. Wer noch Infos hat oder Fragen hat, der kann dann unten in die Kommentarbox dazu was posten. Und ja, beziehungsweise Fragen stellen. Das Ganze funktioniert auch unter Debian, das ist das gleiche Vorgehen. Das Einzige, was vielleicht anders sein könnte, wäre unter SUSE Linux oder Fedora oder CentOS. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und könnt es jetzt nachvollziehen und auch TeamSpeak unter Linux installieren. Bis dahin, tschüss.